Und damit nochmal herzlich willkommen an alle, die hier jetzt neu zugeschaltet haben. Und wirklich danke, dass ihr wirklich schon zu so früher Stunde am Start sind. Wobei, so früh ist es ja nicht mehr. Um 7 wäre es wirklich nochmal krasser gewesen. Aber wir sind tatsächlich endlich live mit der Knife Round und die Map wird auch Train bleiben. Sonst hätte man hier schon mal irgendwann einen Map Change gesehen. So, Random Fact Nummer 1. Das Event findet auf einem. In Russland statt, in einem riesigen Shopping Center und das wird von IKEA betrieben. Also, Vorteil für die Schweden, wer weiß. Aber na, wie sich jetzt die Knife. Und. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Turnier. Vier Teilnehmer gibt's. Neben Navi und Nip gibt's noch ESC und Virtus Pro. Die spielen danach, alle spielen nacheinander, also wir werden jedes Spiel sehen. Es ist ein Double Elimination, Best of One, also nur eine Map entscheidet hier, wer weiterkommt und wer ins Lower Bracket rutscht. Edward da schon den Contact gehabt zum Pop-Dog. Zeus deckt allein innen. Sieht aber eher nach einem Fake aus, Bombe noch bei Forest in der Mitte. Aber Navi macht das ganz gut bisher. Sind nicht alle geschoben. Boah, Friebeck, krassen Headshot mit Glock. Boah, Nip räumt da leider einfach auf. Und das, obwohl Navi gar nicht mal so schlecht geschoben haben. Zwei waren da irgendwie immer noch KG und MTW. Die Frags wird leider nicht gesehen, aber im Innen wurde halt aufgeräumt. Boah, Navi macht nicht mehr als einen Frag. Pistol geht somit an die Schweden. Und das als Terror sehr bitter. So, warum es jetzt so lange gedauert hat, kann ich auch nicht genau sagen. Das, ich glaube, größtenteils PC-Probleme. Der Server hat. Also, das hat man dann irgendwann gefixt. Man musste auch noch GoTV updaten. Danke für den Hinweis. So, Musik jetzt auch aus. Also, man musste sogar noch GoTV updaten nach dem. Update vorgestern kam es, glaube ich. Aber von Serverseite aus war alles relativ fix verfügbar. Haben jetzt halt so lange auf die Spieler gewartet. Keine Ahnung, was sie da genau für Probleme hatten. Aber sollen sie jetzt nicht weiter interessieren, hoffentlich. Startet dann ESC gegen Virtus Pro relativ zeitnah im Anschluss. Ich hoffe mal auch, dass sie da. Ja, es wäre eigentlich Schwachsinn, wenn sie wirklich nur 10 PCs hätten und die dann immer wechseln würden. Also hoffen wir da schon, dass sie da 20 PCs haben und Navi, Virtus Pro und ESC da schon alle Probleme behoben haben und sich schon einspielen können. Damit sie jetzt wirklich zeitnah immer die nächsten Games gibt. 6 Spiele dürften es insgesamt sein. Wie gesagt, Double Elimination, das hier ist schon bei 4 Teilnehmern das Upper Bracket Halbfinale. Wer gewinnt, ist zumindest schon mal sicher Dritter, kann man so festhalten. Und für den dritten Platz habe ich auch eine kleine Übersicht. Und zwar insgesamt gibt es 15.000 US-Dollar. Auf 4 Teams aufgeteilt, ist schon ein ordentliches Preisgeld, muss man sagen. Zumal es scheinbar auch das erste Event dieses Jahr ist. Von der TechLabs Cup-Reihe. 3 weitere Events soll es wohl geben. Keine Ahnung, ob auch mit CSGO, aber ich gehe mal stark davon aus. Ja, und wie gesagt, für 4 Teilnehmer 15.000 US-Dollar sind schon ganz ordentlich. Zumal der erste 8K kriegt. Keine Ahnung, so ein bisschen mehr als 5.000 Euro. Das ist schon ordentlich. Für jeden 1K. Für so wenig Games ist schon ein nettes Sümmchen. So, Echos über die Bühne gebracht. Auf geht's in die erste Equipped Round. Mark läuft direkt mit Ada auf der Müllkiste dort. Zeus wird direkt zugedrängt. Mark schiebt dann auch. Übernimmt große Rampe für ihn. Oh, Nip schiebt wirklich komplett innen. Boah, schön. Schön gewechselt. Dann noch die Chance genutzt, mit der Arme einen Fuß hinzugeben.
tauscht jetzt auch direkt große Rampe und nimmt mit ja echt einen relativ zügigen Go spielen, ohne Fake oder irgendwas. Boah, aber richtig gute Smoke gegen Markloff. Gerade sehr 1-6 mäßig dieser Go. Oh, ein kleiner Rampe durchgepusht. Zeus eigentlich, gut gedacht eigentlich, aber große Rampe wurde leider gesehen. Und das war ein kleiner Fehler von ihm. Er wollte da eigentlich den Spieler aufhalten, hat das eigentlich gut gemacht. Aber sein Laufweg war dann einfach nicht perfekt. Oh, nimmt, macht sogar eine 5er-Runde. Ah, dieser Schlitz hier ist einfach so bitter. Wenn er weiter hinten hochspringt, er müsste fast hier decken dann. Oh, ist schwierig. Also muss dann schon sehr weit hinten gehen. Und dann den kleinen Rampe-Push aufzuhalten, wenn die da durch die Smoke pushen. Schade. Ging ganz gut los. Navi ist ja, geht ja aber auf Risiko, kaufen direkt Famas. Oh, was für ein Schuss dann für Flan. Und Zeus sieht da leider gerade nicht gut aus innen, aber der Rest fällt auch. Getrade mit seiner gewohnten Position da allein irgendwo am Abfacken in der Mitte gewesen. Direkt wieder zwei schnelle Frags. Nächste Runde für Nip. Na, wir wird ja keine Chance haben, den Retake irgendwie ansatzweise zu fahren. Gehen auch schon safen. Und das ist leider nicht der Start, den ich mir gewünscht habe. Nachdem Navi Nip letztens besiegt hat sogar, für alle, die es nicht wissen. Map war das 2. Match ist auch noch gar nicht so lange her. Vielleicht 4 Tage oder so. Klar war es online. Und jetzt hofft man natürlich... Das ist vielleicht wirklich schon die erste LAN-Niederlage wird für Nip. Ich denke mal, in den kommenden Wochen sind eh so viele Events, da wird's hoffentlich mal passieren. So, Name Eco. Boah. Also für Flan auf jeden Fall treffsicher mit Abe. So, ein Frick gezogen mit der Famas. So, die ersten 6 Runden schon mal easy an Nip. Leider. Ein spannendes Spiel ist hier gerade noch nicht im Kommen. Gesehen. Wir pflanzen nur Mitte. Und Zeus mit Autosniper am Innen. Gar nicht so eine schlechte Variante, weil die echt viel Damage macht pro Hit. Reicht es dann wirklich auch in den Fuß zu schießen. Aber einer ist durch. Und das muss er... Marklov ist nicht drin. Okay, jetzt weiß es. Aber es ist wieder ein Fake. Genauso der Fake wie vorhin. Mal schauen. Diesmal ist Zeus auch weiter hinten. Also schon mal eine ganz andere Situation. Markloff checkt das auch direkt gut, wie sie da miteinander reden, dass das kein Go ist. Und er sieht Edward die Füße. Oh, Zeus die Füße hat. Ah, das ist, glaube ich, Buggy. Sah gerade so aus, als ob er noch einen Schuss gemacht hat. Und dann auf 30 HP, aber ich glaube, es waren 4. Die machen, glaube ich, 20 Schuss. Sounds backen ein bisschen rum. Schöner Schuss, Markloff. Wichtiger Refrag. Bombe ist jetzt doch mit innen geschoben. Hat hier echt noch die Zeit, um zu verschieben. Und Senja macht den wichtigen Frag im KG. Und jetzt können sie sich komplett auf Popdog konzentrieren. Edward macht auch noch einen. Boah, den zweiten sogar auch noch gemacht. Der war blind. Habe ich selbst nicht gesehen, ob er den Frag gezogen hat. Plan der letzte. Levit Gold von Starix. Die erste Runde an Navi. Und das sogar mit 4 Mann überlebt. Super gemacht. Lol, Zeus sogar erst am Scoreboard. Also auch wenn er da gut gefällt hat, hat er anscheinend doch seinen Job ganz gut gemacht. Also vor allen Dingen in dieser Runde, auch wenn er da den Frag leider nicht bekommen hat, weiß auch nicht, wo X-System da direkt Headshot gibt. Aber Autosniper hat sich zur Hälfte vielleicht ausgezahlt.
direkt auf Zeus. Und der kassiert schon wieder. Leider gerade die Schwachstelle hier bei bei Navi. Ich hoffe, der Junge wird noch wach. Wobei es in Moskau ja 3 Stunden... sind ja uns 3 Stunden voraus. Also es ist schon nach 12. Trotzdem natürlich keine Zeit für einen Gamer. 3 und 3 rausgespielt. Schöner Frag wieder von Markloff. Ist auch relativ treffsicher heute. Oh, man entscheidet sich aber direkt zu safen. Bombe. Ah, tickt schon viel zu schnell. Und vorhin, von einer, keine Ahnung, mittlerweile eine Stunde vielleicht her oder so, hat Navi auch extra nochmal am Spot, am B, getestet, wie das jetzt ist mit dem Diffusen. Wie weit man nur weggucken kann und was man so damit machen kann. Und man kann wirklich kaum noch was machen. Oder was heißt kaum? Eigentlich gar nichts mehr. Und es ist wirklich wie ein 1-6 eigentlich. Man kann sich kaum wegdrehen. Muss ja wirklich fast den Kopf... Also man hat da keine Möglichkeit mehr, da irgendwie rumzuhampeln. Und das ist auf jeden Fall gut. Wie das mit den Jumpsteps sich verhält, habe ich leider noch nicht getestet. So, da merkt man, Zeus jetzt viel vorsichtiger innen. War auch direkt zu zweit mit Markloff da. Und jetzt übernimmt er allein den Spot. Ich denke mal, er hat auch die Klasse, um da jetzt eine andere Variante zu wählen. Boah, was ein Timing. So, weiß es aber. Sehr gut von Markloff. Und das war Getright in der Mitte. Und wenn Getright Mitte alleine stirbt, kann man eigentlich schon... Können sie eigentlich schon wissen, dass Navi Innengau spielt? Dass Nippen Innengau spielt. Gut verschoben haben sie jetzt eigentlich noch nicht. Jetzt ist der dritte da. Wieder eine super Smoke von Nip, damit sie da gut auf Spot kommen. Nate von Edward. Das ist irgendwie gar nicht. Der Retake eigentlich gar nicht so schwer, da man als Terror sich wirklich kaum verstecken kann. Oh, was eine gute Flash! Alter, die kam, glaube ich, von oben. Und dann zieht der Spot-Spieler rum. Wie gut das gespielt war für Nip. Wahnsinn. Boah, da machen sie ihren eigentlichen Nachteil. Drehen den nochmal. Oh, und Senja hat auch nicht mal ein Kit, aber gegen 3 durch die Fusen auch eher so eine Verzweiflungsaktion. Oh Mann. Ist das bitter, aber innen wirklich. Leider nicht gut. Vielleicht sollte es Zeus einfach mal große Rampe gehen und sich dann nicht auf die kleine Rampe versteifen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Oder einfach mal doppeln, dass sobald da einer rum ist, große Rampe, man da steht. Ich denke mal, das wird man auch nicht drunter sehen, dass man da klein ein bisschen aggressiver versucht, die Brown Walls zu halten. Schade, dass er es jetzt schon macht. Oh, Markloff in der gesperrten Aare. Mehr als Fußhit kann er da eigentlich nicht geben. Backshot. So, ist endlich mal ein Headshot gemacht. Die Smoke. Ach, dieser Dreckszoom. Senja pusht durch. Boah, Pixis deckt perfekt ab. Markloff sollte jetzt vielleicht einfach safe in seiner Habe. Versucht dann noch einen Frag zu bekommen. Geht jetzt auch stiften. Sehr schön auf den Starix. Da wird sogar so eine Eco mal knapper als eine vorherige Equipped Round. Also bis auf den inneren Spot kann man Navi ja eigentlich gerade nichts vorwerfen. So wirklich außen wurden sie ja noch nicht unter Druck gesetzt oder gefordert. Spiel verlieren sie eigentlich gerade nur am B-Spot. Ach,
schön noch die AK gekommen. Also sehr gute Eco von Navi. Und jetzt bin ich gespannt, wie Zeus das innen macht. Aber ein Außen-Go. Das heißt, kann jetzt auch hinten durchpushen. Sehr gut, dann Forest Deck ab. Im TW-Feld Bombe schon gelegt. Zeus wurde gekillt von Forest. Sehr gut. 3 gegen 3 wieder. Kommt Forest über innen? Ne, kommt über Popdog. Sehr schön vom Markt gelaufen. Forest ganz, ganz wichtig. Vermutet dann noch rein in der CD-Base, in der T-Base. Sehr guter Headshot, aber Forrest's Posi kennt zwar jetzt beide. Boah, und er kommt weg. Super gemacht von Forrest, wirklich safe gemacht. Easy für ihn. Edward hatte da keine Chance. Ach man, ey. Das Spiel ist einfach auch so gut. Muss Zeus vielleicht auch länger warten oder. Ach, keine Ahnung. Aber ein Fehler am Außen ist halt auch nicht gefallen. Ach, geht das schon mal schlecht los. Wobei, jetzt endlich mal. Du hast gefallen am Anfang. Das verstehe ich wirklich nicht, warum er über Großer bespielt. Klar hat er dann irgendwie Angst von der Arme. Endlich mal Markloff hoch. Sehr schön. Zeus flecht ihm. Also, mal gucken. Oh, da sieht das Ärmchen. Schön. Gut noch gewartet mit dem Schuss, bis sich Forrester vielleicht wieder drüber zeigt. Oh, und Senja auch KG gepusht. Super Posi eingenommen. Oh, und ob das bekannt ist? Oh, vom Timing. Ja, egal. Hat aber mindestens einen gesehen. Gegenflecht jetzt auch noch. Oh, kriegt noch gute Hits. Starrix muss da mit aufpassen. Oh, hat es auch noch einen Shot bekommen. Ist auch raus. KG ist Popdog ist gepusht. Sehr gut. Also bisher sieht es super aus. Könnte halt aber instant drauf wieder. Der letzte, der kassiert auch die nächste Runde für Navi. Und auch die gewinnt mal wieder mit 4 Mann. Was vorhin die erste Cup-Round, die man geholt hat, auch schon. Aber 2 Runden sind halt gerade mal super wenig. Ich weiß auch nie, ob es so gut ist, in dem ersten Spiel, wenn man gerade frisch ins Turnier startet, dann als CT anzufangen, wo man wirklich den Druck auch noch hat. Ja, CT-Map und so, man muss jetzt hier viele Runden holen. Ich glaube, es ist leichter als Terror anzufangen. Oh, die Flanke, da braucht einfach jeden Schlitz. Oh, dann wird sich von der Flash weggedreht und dadurch sieht der Edward noch. Ich glaube, er hätte sich sonst nie umgedreht. So, da wird auf jeden Fall wieder Zeus von hinten vermutet. Der kommt aber diesmal über KG, über Mitte. Also Markloff trifft ja schon gute Shots. Aber es bringt halt alles nichts. Im Retake einfach super unbrauchbar, vor allen Dingen am Großen. Und Navi geht wieder safen. Wäre wichtig, hier noch alle Waffen durchzubekommen, damit man in der nächsten Runde wirklich noch legen kann. Andernfalls wird es wirklich eng. Aber man muss eigentlich jetzt kaufen. Man braucht hier dringend Runden. Ja, ich finde Train auch nicht mehr so CT-lastig, aber. Weiß nicht. Wir landen schon wieder First Track. Also, das, was Zeus am Inneren besser macht, oder.
dass er dort nicht mehr so früh stirbt. Dafür sterben jetzt seine Mates am äußeren Spot, am A. Oh, ziemlich tot ist das Duell. Oh, ey, das ist so krass. Wie er da kämpft, der geht weg und dann zieht der andere rum. Teamplay at its best. Markloff hat da wieder keine Chance hinten an der Grundlinie. Wenn er dann mal einen sieht, trifft er ihn, ja, aber. Von daher eigentlich eine gute Arbeit, die er heute spielt. Was versucht er da denn? Oh, neben ihm links. Oh, eine FT hinten? Halt gesehen. Ach, und 12:2. Und für alle, die es noch nicht bemerkt haben, das Radar ist endlich gefixt. Seit dem Update Radar wieder brauchbar. Also kann man durchaus ab und an mal einen Blick riskieren. Und gibt natürlich ein bisschen mehr Übersicht. Muss nicht mehr vielleicht so oft die Overview anmachen, aber hier auf Train. Bei dem Spiel ist es sowieso gerade nicht so interessant. Da es wirklich gerade nur rumgeschießt ist von Nip. Kaum irgendwie was Taktisches. So. Machen wir nochmal in den Go. Das sieht wirklich so einfach aus bei Nip. Aber ich bin der Meinung, Navi hat jetzt hier nicht ihre Top-Leistung abgerufen. Irgendwas von irgendwas sind sie dann noch beeindruckt oder beeinflusst. Denn ich glaube, im nächsten Spiel, im Lower Bracket, werden sie dann mal ordentlich aufdrehen, wenn sie jetzt ein bisschen eingespielt sind. Vielleicht die Zeit dann auch noch nutzen, wenn das andere Spiel live ist. Ich meine, wenn da jetzt ein Spieler nicht richtig warm war oder so, ach, keine Ahnung. Bittere erste Hälfte, 13:2. Schade, dass es hier scheinbar mit so einem schnellen Spiel losgeht. Im TechLabs Cup 2013.